Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich habe jetzt mal mein Redekonzept zur Seite gelegt. Und ich will euch sagen, warum ich antrete. Ich trete an, weil ich etwas verändern will. Weil ich nicht mehr warten will, weil auch die Menschen auf uns nicht mehr warten können. Und wir erleben jeden Tag, wirklich jeden einzelnen Tag, was die Menschen in unserem Land durchmachen. Und ich trete an, weil ich Mut machen will, weil ich aufbrechen will in eine andere Zeit, in eine neue Zeit, weil ich das mit euch tun will. Und weil ich glaube, dass wir die einzige Partei sind, die genau das leisten kann. Und liebe Genossen und Genossen, es ist kein Geheimnis, ich komme aus dem Osten. Ich war 89, 12 Jahre alt. Ich war schon einmal Teil einer großen Veränderung, als ganz kleines Teil, als Teil einer Familie, die Unsicherheit gespürt hat, die Angst hatte, die Furcht hatte vor dem, was vor uns liegt, mit der Veränderung der Gesellschaft. Aber ich habe auch sehr viel Mut, sehr viel Hoffnung, sehr viel eigenes Tun erlebt, damit überhaupt in den 89, 90, 91er Jahren ein Überleben für viele möglich war. Und es war keine einfache Zeit, aber es hat uns gestärkt und es prägt mich bis heute. Und natürlich, es war eine Zeit der Kämpfe, der Arbeitskämpfe, Bischofferode, der Hungerstreik. Es war eine Zeit von Niederlagen, von Hoffnungslosigkeit, aber es war auch die Zeit von Siegen. Und es war die Zeit der PDS. Die Zeit der PDS war es, weil die PDS es verstanden hat, tatsächlich eine Vielzahl von Menschen im Osten in die neue Zeit zu begleiten. Und das ist ein großer, großer Wert, den damals die PDS ausgefüllt hat. Sie hat gekämpft, sie war da, sie war immer ansprechbar. Und das ist der Grund, warum ich in die PDS eingetreten bin. Das ist mittlerweile ein paar Jahre her. Ich glaube 17, weil die PDS kämpferisch war, weil die PDS deutlich gemacht hat, wo die Fehler im System liegen, weil die PDS mit aller Brutalität gespürt hat, wie Menschen kaputt gemacht werden, wie Chancen verloren gehen, aber gleichzeitig, was man anbieten kann für eine moderne Gesellschaft. Heute sind wir alle Mitglieder der Linken und ich bin wirklich stolz auf unsere Partei. Und unsere Partei ist eine wichtige Partei, die dieses Land dringend braucht. Und wir alle kennen definitiv noch den Moment, in dem wir in diese Partei eingetreten sind. Wir wissen auch alle noch, warum wir in diese Partei eingetreten sind. Und ich wette mit euch, für jeden von euch war das Motiv, etwas zu verändern, die Welt zu verbessern. Und das nicht irgendwann, sondern sofort. Es gibt einige, die kommen aus dem Antifa-Bereich. Die anderen kommen aus der Umweltbewegung. Einige wenige waren vorher überhaupt nicht politisch organisiert. Aber was uns alle eint, ist es doch, dass wir wollen, dass es den Menschen besser geht und dass wir deswegen eine gesellschaftliche Veränderung brauchen, die genau das ermöglicht. Natürlich könnten wir stärker sein, auch jetzt. Aber warum sind wir denn nicht stärker? Wir sind viele, viele Jahre Protestpartei gewesen. Wir haben dem Protest einen Namen gegeben. Wir haben Protest tatsächlich in die Parlamente getragen, auch in Entscheidungen getragen. Wir haben öfter miteinander Bier getrunken, getanzt, Spaß gehabt. Das können wir gerade nicht. Und ich glaube, das ist der Punkt, warum wir im Moment nicht bei 10% stehen. Scherz. Aber ich bitte euch, lasst uns verstehen, dass wir nur gemeinsam stark sind. Lasst uns verstehen, dass wir zusammenführen müssen, zusammenfinden müssen, weil es um mehr geht als um uns selbst. Die Jahrhundertkrise, die über die Welt sich bewegt, die Corona-Pandemie, sorgt dafür, dass es wieder ähnliche Gefühle gibt wie die, die ich vor 30 Jahren beschrieben habe. Angst, Unsicherheit, was kommt? Kann ich etwas selbst in meinem Leben ganz individuell für mich verändern? Kann ich meinen Kindern noch Geborgenheit geben oder sie wirklich noch zum Studium schicken? Das sind Fragen, die jeden Tag eine reelle Antwort brauchen, die nicht warten können, sondern die entschieden werden müssen, sonst werden sie von anderen entschieden. Und das ist der Punkt, warum ich sage, es braucht in dieser Zeit die Partei Die Linke mehr als je zuvor. Die Pandemie zeigt in aller Deutlichkeit, dass es immer noch diejenigen sind,
die sozial weniger haben, die wenig Geld haben, die geringfügig beschäftigt sind, die in beengten Wohnverhältnissen leben, die in Billigjobs sind, die meistens auch ungeschützt sind, die am meisten auch in der Krise und mit der Krankheit zu leiden haben. Es äußert sich jetzt in mehr Infektionszahlen, in höheren Todeszahlen und all das können wir doch wirklich nicht hinnehmen. Deswegen bitte ich euch und werbe ich dafür, lasst uns nicht mehr warten. Die Menschen haben keine Zeit auf uns zu warten, sondern sie leben im Hier und Jetzt. Sie können sich nicht in 10 Jahren für einen Studienplatz für ihr Kind entscheiden. Sie können sich nicht in 15 Jahren eine andere Wohnung leisten, sondern sie müssen jetzt darüber nachdenken, ob sie ihre Wohnung noch finanzieren können und wer das überhaupt gewährleistet. Und liebe Genossinnen und Genossen, ich werbe dafür, dass wir die CDU, CSU aus der Bundesrepublik, aus der Bundesregierung vertreiben. Aus dem einfachen Grund, dass es für alle Menschen in diesem Land mit uns viel zu gewinnen gibt. Ob Schwarz-Grün kommt oder Rot-Rot-Grün, liegt auch an uns. Sind wir bereit, dafür zu streiten, dass es eine Mindestsicherung gibt, die den Namen verträgt? Sind wir bereit dafür, für ein öffentliches Gesundheitssystem auf die Straßen zu gehen, im Parlament zu kämpfen, aber auch in einer Regierung? Sind wir dafür bereit, tatsächlich auch für uns Frauen endlich körperliche Selbstbestimmung durchzusetzen? Sind wir bereit, Rüstungsexporte zu stoppen? Ich sage, ja, wir sind es. Und da müssen wir es auch in aller Konsequenz tun. Deswegen, lasst uns gemeinsam das Gemeinsame sehen. Lasst uns die Klippen sehen und sie übersegeln. Und lasst uns gemeinsam in unteilbarer Solidarität mit der Gesellschaft und unter uns jetzt Großes schaffen, mutig sein, aufbrechen in eine neue Zeit und lasst uns dabei bitte, bitte, bitte wirklich Spaß haben. Vielen Dank.